Okay, willkommen zu einer neuen Folge von Dimension die Anstalt. Okay, ich habe das Passwort rausbekommen. Notepad 10.31.07. Ich habe nachgeschaut. Ja, ich habe nachgeschaut. In einer Komplettlösung, wie die Passwörter alle heißen. Okay. Ich habe noch ein paar andere Dinge noch aufgeschrieben. Zur Sicherheit. Ich glaube nicht, weil hier geht's nicht weiter. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und der wird hundertprozentig wieder aufstehen. Oder ich habe eine Waffe gefunden. Oh, die Waffe kriegt man erst später. Bin ich jetzt gerade? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt richtig bin. Ich glaube, ich habe mir gerade was hingeschietet. Ich hab mir gerade was hingeschietet. Ich glaube, ich habe ein paar Kapitel übersprungen. Wenn das gerade die letzte Waffe sein soll. Was? Hier gab es auch eine Tür? Oder ich bin auf der anderen Seite. Okay, ich glaube mal, dass ich mal zurückgehe. Weil ich denke, wenn ich jetzt so weitermache, schrotte ich das Spiel. Weil ich jetzt eine Waffe habe, die ich jetzt eigentlich gar nicht haben sollte. Weil, wenn ihr euch logisch darüber nachdenkt, ist das die einzige Möglichkeit, weil die Waffe kommt zuletzt. Okay, dann nehme ich mal den normalen Weg. Wenigstens habt ihr schon dann was Neues schon gesehen. Ich denke, wenn ich jetzt in der Kirche jetzt... ich glaube, in der Kirche wäre jetzt ein Gegner gewesen. Yeah.
10:31:07. Ah, da ist die Leiche, okay. Okay. Wenigstens haben wir jetzt eine Waffe, die uns vielleicht später nützlich sein kann. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann komme ich von der anderen Seite auch mal irgendwie wieder hoch. Aber naja, ich nehme jetzt mal... einen anderen Weg. Weil ich gesehen habe, man muss den Fahrstuhl benutzen, um zum nächsten Kapitel zu kommen. Also ein bisschen laufen. Komm, beeil dich. Ich muss Fahrstuhl benutzen. Also muss ich nicht ver... Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Also muss ich doch auf die andere Seite. Naja, wir sehen uns gleich wieder. Jetzt auf der anderen Seite, wie ihr gerade gesehen habt. Und gehen einfach mal den Weg. Ich weiß jetzt nicht, wie man auf das Passwort kommen soll. Aber dank liebe den Komplettlösungen. Soll ich jetzt in die Kirche reingehen? Ich weiß es gar nicht. Naja, ich schaue mich gleich meine Kirche wieder um. Irgendwelche Kritzeleien hier auf dem Boden. Irgendwas, was glänzt. Nein. Okay. Deswegen haben wir den Eisenschlüssel, um hier durchzukommen. Und ich habe jetzt extra so einen Umweg gemacht. Fickt euch. Naja, wenigstens waren wir jetzt im Wachturm. Hallo, kannst mal schneller gehen? Lahme Sau.
geh mal in die Kirche. Die Mucke regt mich ja auf. Ach so, hier bekommt man das Passwort. Also hier bekommt man das Passwort für den Wachturm. Wenn man die ganzen Fotos zusammen tut. Oh, da ist noch ein Buch. Naja, dann gibt's hier nichts mehr. Dann gehen wir mal hier durch. Und beeil dich mal. Moonwalk. Open. Hier muss jetzt auch ein Fahrstuhl geben. Und ein Foto. Ja, hier kriegt man das Passwort. Also wenn man jetzt das haben will. Jetzt kommen wir zum 6. Kapitel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wie Stockwerke hat das Teil eigentlich? Komm, übertreib mal mit dem Fahrstuhl. Kapitel 5 war aber ein bisschen kurz, würde ich mal sagen. Ah, da ist die Karte. Nein, wir nehmen es nicht, wisst ihr? Ist schon groß. Rollstuhl. Tier. Okay, wir haben keine Wahl, wir müssen da durch. Irgendeine Cutscene kommt gleich. Ich hab keinen Bock, meine wichtigen Munition hier für solche Missgestalten aufzuopfern. Wir brauchen Map. Wir brauchen Map. Kann man da durch? Oh mein Gott. Wer sie jetzt schon kommen? Du hast doch alle genommen, Mann. Ist eigentlich hier irgendetwas, was ich gebrauchen kann? Irgendwie nicht, oder? Ich denke mal, dass Schrotflinten, also meine Sniper-Munition, erstmal später bekomme. Pumpgun, wie man es auch nimmt. Map.
Paranoia. So, so. Ah, okay. Wenn man hier weitergeht. Ah, okay, okay. Verstanden. Dann ist der Weg. Da wäre der einzige Weg nur diese braune Tür. Braune Tür, ich komme. Und wir müssen einen Cut machen.